Hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Portal 2 und wir sind hier dabei, gerade unserem Freund zu folgen, der uns gesagt hat, wir müssen hier dieses Nervengift ausschalten. Und dazu gehen wir da mal rein. Nur einen kurzen Moment noch und los geht's. Bin schon gespannt, wie dieses Nervengift ausschaut. Also die Anlage muss ja riesengroß sein. Oh oh. Ha! Ich wusste, wir sind hier richtig. Das ist der Nervengiftgenerator. Wow. Er ist größer als ich dachte. Den können wir nicht einfach so umkippen. Jetzt ist Einfallsreichtum gefragt. Da oben ist so eine Art Kontrollraum. Da schauen wir am besten mal nach. Leute, ist das riesig. Wie schaut's denn da unten aus? Egal, wir kommen mal drauf. Und? Bei unserem kleinen Freund funkt's auch hin und wieder, gell? Ha, das ist unser Werk. Ich sollte nicht lachen, immerhin spüren Sie Schmerzen irgendwie. Ist zwar alles nur simuliert, aber für Sie bestimmt real genug. Au weh, seht ihr eine Schrottpresse? Da schicken Sie jetzt unsere Geschütztürme hin, die wir als Fehler bezeichnen, gell? Au, das ist schon ein bisschen fies. Dann halt drauf. Ich fürchte, die Tür ist verschlossen. Mit Hacken komme ich hier auch nicht weiter. Der Mechanismus ist... Oh, das ist mal ein großer Laser. Am besten wir ignorieren ihn einfach. Wer weiß, welchen Schaden wir damit anrichten. Wir könnten etwas Wichtiges kaputt machen. Ich habe aber eine andere Idee. Wir bleiben hier einfach stehen und lassen uns vom sanften Summen des Lasers in einen Zustand absoluter Entspannung versetzen. Vielleicht fällt uns dann ein, wie wir die Tür aufkriegen. Ja, ist ja klar. Nein, der Plan ist nicht gerade weltbewegend, aber was Besseres haben wir momentan nicht. Es sei denn, wir verhindern damit einen plötzlichen Geistesblitz und Redeschwall deinerseits. Aber das glaube ich nicht. Gut. Nein, nicht! Wer weiß, was die Taste... Oh, die Tür ist auf. Gut gemacht. Okay. Gute Neuigkeiten. Ich kann hiermit das Nervengiftsystem außer Kraft setzen. Es ist allerdings passwortgeschützt. Ah. Wo bist du? Locker bleiben. Kein Problem. Ruh dich doch aus, während ich daran arbeite. Ja. Okay, du arbeitest. Legen wir los. Das Schwierigste beim Hacken ist immer die Wie-soll-ich-anfangen-Phase. Sehr heikel. Also fangen wir an. Lass die Spiele beginnen. Ja, komm, du was. Na schön, was haben wir denn da? Einen Computer. Klar, das war ja zu erwarten. Hack das mal ab auf der Liste. Computer identifiziert. Hier ist so ein komischer Kasten. Da steckt wahrscheinlich was Elektronisches drin. Und ein Monitor. Ja, der könnte von Bedeutung sein. Den behalte ich mal im Auge, falls da irgendwas Wichtiges angezeigt wird. Zum Beispiel Passwort akzeptiert. Und da ist noch was Flaches. Keine Ahnung was, aber zur Kenntnis genommen. Wenn mich jemand fragt, ist da was Flaches? Antwort ja. Da dreht sich was. Hm, komisch. Eine Bodenplatte, wozu die wohl gut ist. Weißt du was? Die verhindert, dass alles ins Leere stürzt. Ja, die Bodenplatte hält das Ding zusammen. Stifte, die brauche ich vielleicht. Dummerweise sehe ich keine. Wenn wir alles aufschreiben, was nicht hier ist, sind wir die ganze Nacht beschäftigt, Stifte etwa. Wir bleiben besser bei dem, was wir sehen können und kümmern uns nicht um Sachen, die nicht da sind. Ich komme da nicht rein, Leute. Ich bereite mich also vor, eine Verbindung zur zentralen Nervengift-Kontrolleinheit herzustellen. Ja, du? Hey, mein Freund, ich bin der Nervengift-Inspektor. Ich muss den Laden hier mal kurz dicht machen. Hier ist mein Ausweis. Schalte dich mal eben ab. Ja. Ich darf dir das befehlen, denn ich bin vom internationalen Nervengift-Überwachungsgremium der Vereinigten Arabischen Emirate. Hallo. Hm, passiert nichts. Die sind echt auf Zack hier. Na, dann muss ich wohl die Hacker-Tricks der absoluten Klasse abrufen. Die haben es ja nicht anders gewollt. Krä, krä. Sieh nur ein Vogel, wunderschönes Geschöpf. Achtvolles
das Gefieder. Majestätisch. Gleich fliegt er wieder weg. Schau schnell hin, so eine Chance bietet sich nur einmal im Leben. So ein schönes Tier, einfach einmalig. Was jetzt? Es wäre eine Schande, den Anblick zu verpassen, nur wegen dem ollen Nervengift. Das ist morgen auch noch da, aber der Vogel, der ist gleich verschwunden. Schau, mit einer Kralle hat er sich schon von seinem Ast erhoben. Er schlägt schon mit den Flügeln. Ich sag dir was, ich übernehme kurz deinen Posten. Schau, Katze, ich kümmere mich so lange um den ganzen Nervengiftkram. Du kommst hierher und schaust dir dieses Prachtexemplar von einem Vogel an. Aber schnell jetzt, im Ernst. Mein ganzes Geplapper hier verscheucht ihn schon. Ah, verflixt. Das klappt irgendwie nicht. Der Typ interessiert sich nicht für Vögel. Okay, Doki, ich glaube, der hilft uns nicht sonderlich weiter. Wir haben da hinten, so wie ich das sehe, die Möglichkeit, Portale zu schießen. Ja. Und ja, da oben auch. Da fahren Platten vorbei, gell? Aha. Schauen wir uns nochmal um. Was ist mit dir? Der ist jetzt beschäftigt. Okay. Alles klar. Seht ihr, da haben wir einen Laser. Und ein Portal. Cool. Dann werden wir jetzt schnell einmal was ausprobieren hier. Sind wir wieder zu langsam, ja? Oh fuck, falsches Portal. Wie immer. Egal. Machen wir das noch einmal. Ruckzuck. So. Da müsste der nächste rauskommen. Ja, seht ihr? Ja, hurra! Ah, eins fehlt da noch. Wo kommt denn das raus? Oh, fuck. Oh oh. Warnung, der Nervengiftdruck bewegt sich in einem gefährlich untödlichen Bereich. Gefährlich untödlichen Bereich? Habt ihr das gehört jetzt? Oh, oh, oh. Ich kann nicht mehr, komm schon! Los, wir müssen hier weg! Ja. Oh, oh. Na, aber hallo. Das ging jetzt recht rasch. Also eine besondere Hilfe ist er uns ja nicht, wenn es ums Hacken geht, ist mir schon aufgefallen. Oh, oh. So müssten wir direkt zu ihr gelangen, dass ich das noch erleben darf. Ich wusste, das macht Spaß. Die haben mir gesagt, das wäre total langweilig. Und ich habe das auch noch geglaubt. Ach, ich liebe es. Das ist Spitze. Knoten im Kopf, Leute. Das ist riesig hier. Wir sehen nur die oberste Ebene. Das geht noch meilenweit runter. Vor Jahren alles verriegelt. Wir müssten bald da sein. Oh, ich bin so gespannt auf Ihren Gesichtsausdruck. Kein Nervengift, keine Türme. Das wird Sie umhauen. Warte, warte. Womöglich habe ich den nächsten Teil nicht bis zum Ende durchdacht. Ah, das ist die falsche Richtung. Der flöchte Teufel. Okay, Leute, wir machen hier einen Schnitt und sehen uns dann gleich wieder. Euer Toso. Ciao.